Im Jahr 2017 wurde mit einem symbolischen Spatenstich und dem Pflanzen einer Schwarzpappel eine der größten Gewässerrenaturierungen in Baden-Württemberg offiziell eingeweiht. Heute, 2 Jahre später, werfen wir wieder einen Blick entlang der Elz zwischen Teningen und Rigel. Die positiven Auswirkungen auf die Natur sind deutlich zu erkennen. Innerhalb der Hochwasserschutzdämme kann sich die Elz frei entfalten und frei entwickeln. Und die Entwicklung, die in dieser Fläche zwischen den Hochwasserschutzdämmen sich abgespielt hat, die ist enorm und erstaunt die Fachwelt, insbesondere die Ornithologen. Das Gebiet hat sich mittlerweile als wichtiger Rastplatz für Zugvögel etabliert, da hier noch Kiesbänke, flaches Wasser, Nahrungsräume für Watvögel geschaffen wurden, die es sonst eigentlich nicht mehr gibt. Insgesamt reden wir von rund 120 Vogelarten, die in den letzten Jahren an der Elz gesichtet wurden. Alleine 30 davon, die auf der roten Liste stehen. Die Bahn hat mit der Renaturierung der Elz den Umweltschutz gefördert und zu einer deutlichen Verbesserung der ökologischen Lebensräume für Fische, Vögel und andere Tiere beigetragen. Das heißt, man kann so ein Projekt ja nicht fertig bauen. Das wäre vermessen. Der Fluss macht letztendlich das, was er draus machen will. Und das ging definitiv in die richtige Richtung. Wir haben die Weichen gestellt mit der Baumaßnahme und der Fluss hat dann das Feintuning sozusagen erledigt. Ein großer Dank gilt auch der Region, denn der Vorschlag zur Renaturierung stammt genau daher. Die Bahn hat die Vorschläge aus einem Arbeitskreis aufgenommen und steigert so die Akzeptanz für das Großprojekt Karlsruhe-Basel. Das Gemeinsame wird hier großgeschrieben und auch durch die Investition von 4,8 Millionen Euro durch das Land konnte der Hochwasserschutz durch die Maßnahme deutlich gesteigert werden. Diese Maßnahme hat jetzt schon sehr viel Vorbildcharakter für neue Projekte. Wir arbeiten jetzt schon an neuen Dammrückverlegungen oberhalb von Emding. Die Leute sind alle begeistert, wenn sie hierher kommen, das Ergebnis sehen. Sie möchten quasi sowas auch auf ihrer Fläche haben und das ist natürlich eine tolle Sache. Die Deutsche Bahn hat im Vorgriff auf den Ausbau der Rheintalbahn insgesamt 6,8 Millionen Euro für die Renaturierung der Elz zwischen Teningen und Rigel investiert.